Buenos dias y bienvenido, liebe Filmfest-Blog-Amigos. Wir sind heute zur Abwechslung mal nicht in unserem Wohnwagen, sondern im Grand Elysée und treffen den spanischen Regisseur Fernando León de Aranoa, der mit seinem Film A Perfect Day schon in Cannes für Furore gesorgt hat. Ja, das ist richtig, Sarah, und klingt auch alles ganz schön, aber ich bezweifle, dass du mit deinem Outfit heute in ein 5-Sterne-Hotel reinkommst. Hä? Deswegen meine Idee, du machst heute einfach mal die Kellnerin, während ich den Herrn interviewe. Und bevor wir darüber diskutieren müssen, guckt euch mal den Trailer an. Mike 2, ihr Mike 1 kommen. Ich verstehe es nicht, wiederhol nochmal! Das ist eine Falle. Wir legen Minen auf einer Seite und dann, die Frage ist, welche Seite? Also, Herr Kuh, nach links oder nach rechts? Du fragst die Kuh? Entschuldigen Sie, Sir? Meiner Nase zufolge ist in dem Brunnen eine verwesende Leiche. Sie dürfen keine Leichen anfassen. Es ist ganz einfach. Die Menschen hier brauchen Wasser. Das letzte Mal sahst du anders aus. Klar, ich bin angezogen. Musst du Leih haben? Ich weiß, wo du finden. Erst holen wir unseren Freund aus dem Brunnen. Dürft ihr doch gar nicht. Sagt wer? Die Vereinten Nationen. Ach, die haben mir gar nichts zu befehlen. Hast du sowas? Jemanden, der irgendwo auf dich wartet? Frau? Freunde? Noten zählen nicht. Noten zählen nicht? Ihr verbringt so viel Zeit hier, dass ihr ganz vergesst, wie das echte Leben ist. Denk nicht an das, was passiert ist. Oder an das, was noch passiert. Was könnte hier schlimmer sein? Sieh mich an! Komm her! Komm! Nein! Nein! Nicht kommen! Haben Sie Seile? Seil? Wie? Bringen Sie sich nicht in Schwierigkeiten. Scheiße. Seil. Das ist perfekt. Ja, ich sitze jetzt hier im Grand Elysée zusammen mit Fernando León de Aranoa, der mit uns jetzt über seinen Film A Perfect Day sprechen wird. Fernando, thank you for having the time to come by and talk to us about your movie A Perfect Day. So, to start off, you once said, A Perfect Day is a drama, in a comedy, in a road movie, in a war movie. Yeah. How did it happen that you combined all those genres into one? Because all those genres are in reality in war areas. No? I've been out there several times with aid workers shooting documentaries, and you can find all of that. You know, they're always using humor to go through that, to keep safe in a way and to put some distance. And then all of that is together in the real place. No? It's war, it's drama, it's humor, that's why. No? So, where exactly did you draw your inspiration from? In this particular movie comes from two places. No, one of them is a novel, it's a book I am adapting here. And then besides this book, this comes in part from my own experience. Actually, I was in Bosnia in 95 shooting a documentary. So I put part of my own experiences in these kind of places. I put them together with the book, with Paula's book, and the script came from all of this. Yeah. Okay, so how difficult was it to combine this cruel face of war together with the humor and the hardiness that your movie also carries? Mm. Well, that was one of the biggest challenges in the movie. But I have to say, in reality, it happens like that. You need to put some distance with the drama, with the horror. Overall, what would you say, what direct message does A Perfect Day carry to the audience? I think A Perfect Day brings this mix of drama, of war, but then brings the opposite, how we are able to do the best things, no? And to help people without expecting a lot in exchange. And so I think it tells about human nature in such a situation. To me, that's a sign of hope. No? We already talked about how you mixed up war and the comedic elements. So what makes you laugh personally? What do you find Someone genuinely water? Funny? So what do you find genuinely funny? I don't know, sometimes I find fun in... Oh, I'm sorry, yeah. Sorry, tut mir leid. Ja. Sorry. Soll ich noch mal servieren? Nee, danke. That's fine. Yeah, that's sorry for that. Why should everybody in the world watch Perfect Day? What makes your movie so refreshingly special?
Yeah, that was a good one. I know. I think that you may have the experience of being part of this group of hitworkers in a lot of different bizarre situations, some of them comic, some of them difficult and dangerous situations. The way I think it explains war to the audience, right? It tells about war. Jetzt habe ich für die beiden noch eine kleine Überraschung. Das war unser Interview mit Fernando Leon de Aranoa. So, und one moment, I have a little surprise for you. Thank you. I was waiting for you. Yeah, okay, to be honest, I belong to the Filmfest blog as well. We are partners in crime, and I actually wanted to screw you up. So, and amuse you with my waitress performance. You did so great. You were great. I thought you were a waitress. You were working here yesterday. Waitress. All right, so thank you for being such an appreciative and friendly guest. Yeah. And enjoy your dessert. Ja, das war's, unser Interview mit Fernando Leon de Aranoa. Ein Gast aus Stahl konnte man nicht aus der Ruhe bringen. Selbst Sarah hat's nicht geschafft. Und ob der Film Perfect Day für euch persönlich sich lohnt, das seht ihr jetzt im Filmtipp. Dadurch, dass es größtenteils witzig war, waren die ernsten Szenen halt noch ernst. Das hat halt schon zum Nachdenken angeregt, der Film. Ich fand es sehr gut vereint, den Kontrast. Der Kontrast war zwischen witzig und Ernsthaftigkeit sehr gut verbunden. Der war teilweise schon sehr berührend, vor allen Dingen, weil da auch ein kleiner Junge mit ins Spiel kam. Für mich persönlich war es auch mal etwas Neues, weil ich so etwas in die Richtung noch nicht gesehen habe.